Jo, und da sind wir wieder zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Folge vom Kfz-Werkstatt-Simulator 2015. Mit mir, Ben Hoshi, und unserem Maserati. Da haben wir ja ein letztes Mal die Teile repariert und so weiter und so weiter. Jetzt will ich mal natürlich einbauen. Ich will aber mal im Tuning-Shop gucken. Erstmal Inventar. Was wir so an Maserati Krimskrams haben. MC sowieso. Okay. So. Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Ups. Ja. Okay, so viel dazu. Also hier haben wir doch nichts, absolut nichts mit bei. Ich gucke jetzt noch mal so auf die Schnelle durch. Echos Cobra, okay, also da haben wir schon mal Teile. Sogar einige. Ja, und das war's. Ach nee, halt, hier geht's noch weiter. Für den Panther haben wir hier auch was. Ey, das ist sowas. Was? Maloch. Ach ja, stimmt. Ja, hatten wir ja. Nee, also Maserati. Nischt. Nö. Okay. Aber hier haben wir. Und hier werden wir nämlich auch mal nachgucken, weil hier haben wir nämlich so einiges. Und da werden wir auch mal ein bisschen was holen. So, dazu muss ich nur wieder ins Inventar gucken. Palum, palum, palum. Das sind die Felgen. So, Luftfilter ist ein viereckiger. Okay, der Luftfilterkasten, ne? Da schauen wir doch mal nach. Luftfilter, 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 Abgasanlage. Mal Luft. Ja, nehmen wir einfach. Was wir haben, haben wir. So. Ja, jetzt dauerte Teile kaufen mal wieder. Ach man, wieder ein bisschen länger, weil ich. Luftfilter, den machen wir mal. Wirklich verkaufen? Ja. So, 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 so. Gucken wir mal. Zündspur, Engine, Head, Cover, B. Aber speziell für den Starter. Okay. Quatsch, so rum. Tablet. Zündkerzen. Oh, haben wir. Oh. Uiuiui. Da gibt's sogar was. Ist ja ein Ding. Okay, kaufen wir uns doch gleich mal. Warte mal, 8 oder 4? Oh, 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 oh. 8, okay. Genau. Ja, 0815 Zündkerzen hier brauchen wir nicht. Und wie gesagt, das will ich auch alles beim Maloch machen. Das ist sehr interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Zündkabel hatte der gar nicht, wa? Eigentlich doch, aber. Eigentlich hatte der doch welche. Mann! Machen wir mal. Oh, Zündspulen, Zündkerzen. Nee, hat er nicht. Okay. Ist das herrlich?
Ja, die holen wir uns dann. Ich will erstmal hier. Boah, piept der da unten, ist ja nervig. Wasserpumpe, Servo, das dürfte eigentlich alles nichts sein. Engine hat Cover A und B, das wollte ich nämlich gucken. Gibt's also nicht, okay. Gucken wir mal trotzdem, was wir hier so für den Motor finden. Benzinpumpe könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Camshaft. Ach so, das sind die. Ja. Drosselklappe, Ansaugstutzen. Da weiß ich alles nicht so. Engine Head Sebring, das war das Ding. Ignition Wires, das verstehe ich nicht, der muss doch. Na egal. Knolben, ja. Die Knolben. Lichtmaschine. Oh. Gekauft. Und die, da müssten auch auf jeder Seite 4 sein, also auch 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir auch. Dann wollen wir die doch erstmal. Ach so, ein Kraftstoffverteiler. Lee, wie Lichtmaschine. Da haben wir sie, da haben wir die. Zack. Verkaufen, so Zylinderkopf. Also mit dem Tuning-Zeug, das wird echt noch eine ganze Weile dauern, bis man da irgendwas findet. Was hatte ich mir jetzt noch geholt? Und zack. Ach, die Scheißdinger, ja. Ja, Auspuff. Das muss ich auch noch unbedingt. Das muss sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da sind sie. So. Motorblick, ja. Kurbelwelle muss ich auch mal gucken. Nocken, Nocken, Nocken. War die Kurbelwelle jetzt oben? So, Turbolader haben wir nicht. Ein Trottel. Vergaser für den Maloch. Alter Schwede. Das wird ja richtig lustig. So, Zylinderkopf. Da will ich jetzt mal gucken. So. Machen wir mal Z wie Zeppelin oder Z wie Cäsar oder wo? Zylinderkopf V8. Tausend, also das ist. Ach, ja. Obwohl die besser aussehen. Aber der bringt was. Sogar für den Maloch ist ja verschärft. Zwei. So. So, Benzinpumpe habe ich mir da. Ach, das ist ja schon die neue. Genau. Nockenwellen Zahnrad brauche ich 4 Stück von. Mal gucken. Nee, aber die normalen Nockenwellen, da schauen wir auch mal nach. Nockenwelle V8. 4 Stück, okay. Da. 1, 2, 3, 4.
Echt? Hatte ich da 4 Stück drin? Krass. Ja klar, auf jeder Seite 2. Ja. Zack. So, Nockenwellen Zahnrad. Dann holen wir die auch gleich mal im normalen Shop. Das ist ja... zack. Da sind sie. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir nämlich das Theater nämlich auch schon weg. Zip. So. Ja, ich hole mir jetzt erstmal die Beleuchtung. Linkes Rücklicht. Linkes Rücklicht. 100 nur. Oh, ist das billig. Das kriege ich ja noch nicht mal im normalen Laden so. So, gut, dann haben wir das alles. Dann ein... Was? Eine Rimmstardat. Naja, egal. DeLorean, ey, ja, den werden wir, machen wir auf jeden Fall als nächstes. Den definitiv, also. Dass ihr euch da schon mal drauf einstellen könnt. So. Der Cover war, ne? Ja. Das bam bam. So, Tragrolle. Da gucken wir auch mal. Gibt es nämlich auch keine. Machen wir mal. Tra. Tri, tra, tralala. So, Tragrolle. Ah, haben wir. 1, 2. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, A. Ich hoffe, dass das jetzt so richtig war. Eine A, zweite A, wo ist er? Hallo? Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Gott sei Dank. So, Keilrippenriemen A und B. Oh, was war das jetzt? V8. Haben wir. Riemenspanner, Wasserpumpenriemenscheibe. Nein, wir brauchen Riemen. Wasserpumpenriemenscheibe. Zack.
So, Kraftstoffverteiler.de. Da müssen wir mal gucken, ob wir da was finden. Jawohl. So, Intake Manifold. Jo, gibt's auch was. 1500. Boah, ey, ich bin gespannt. Also ich habe für den Wagen allein schon 50, 55 oder sogar 60.000 bezahlt. Steuergehäuse, okay, Zahnriemen zweimal. Ja, ist klar, falscher Laden. So, Abgaskrümmer, den gibt es aber, genauso wie Kraftstofffilter. Zack. Ja, ich weiß, es ist eine sehr langweilige Folge, aber man möchte ja auch mal bisschen was haben. So, das war der Kraftstofffilter, habe ich gesagt. Die habe ich auch schon. Hab ich. Kupplungsdruckplatte. Mitnehmen. Weiß ich nicht. Zinsspule weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Kupplung. So, ein Ölfilter, naja, wird es garantiert nicht geben. Motorblock haben sie auch nicht. Was habe ich denn jetzt hier noch geholt? Kraftstofffilter. Wo ist der Filter? Wo ist der Benzinpumpe? Gibt es auch noch, seht ihr? Batterie. Müsste es eigentlich auch noch ein paar gute geben, aber wir gucken erstmal nach den Abgaskrümmer V8. Die waren noch hier irgendwo Abgasanlage. Ja. Oh, welcher Waden ist jetzt? Beide oder nur einer von den beiden? Das sind die. Hä? Okay. Ja. Haben wir. So, Batterie gucken wir auch mal, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Alles. Nein. Okay. Hat er eine Supercell-Batterie drin? Eine Wasserpumpe habe ich nicht gesehen. Der Trottel. Okay, der ist auch. Den kann ich mir auch noch holen. Oder habe ich das schon? Nee, hab ich nicht. Nein. Wo ist denn jetzt dieser komische Trottel?
So, Sachen gibt es nicht, teilweise. Die haben wir auch nicht. Bremskraftverstärker. ABS-Kühler. Kühler, ein Anlasser. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ach Mann. Benzinpumpe, die nehmen wir mal mit. So, Drosselklappe hat er nicht. Die haben wir. Lichtmaschine haben wir, Filter haben wir. Die Dinger haben wir. Servokupplungspumpe. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, müsste die sein. Wir nehmen sie einfach mal. Servo. Wasserpumpe wird es dann nicht geben. ABS-Module und so weiter. Mann! Turbolader hat er der auch nicht, definitiv nicht. Ein Zylinderkopf, das waren wieder die Dinger, hatte ich mir ja schon zwei Stück davon geholt. Okay, nee, mehr hat er wirklich nicht. Gut. So, Kupplungsdrucklager und Schwungrad. Drum. Eine Kurbelwelle. Da könnte man noch mal gucken. Kurbelwelle V8. Hey, nee, halt. Hier. Schwungrad. Verflixt. Ja, tut mir leid, dass das so langweilig wird. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen länger machen. Ein Anlasser müsste es eigentlich auch noch geben. Wo ist denn jetzt? Schwungrad muss weg. Servopumpe. Problem bei der Sache ist, was wir halt bei hier unten. Da ist es. Das ist noch ein bisschen was hier zu kaufen. Also würde ich sagen, wir holen uns erstmal nur die Tuning-Parts und dann holen wir uns, also hole ich mir dann den Rest, das müsst ihr ja nicht alles mit zugucken. Und dann baue ich den ganzen Mist mal ein. Eine Kurbelwelle wollte ich gucken, seht ihr? Zack. Eigentlich gibt es auch Kurbelwellen als Tuning, aber ich bin wieder mal doof. Ich übersehe es oder es gibt es nicht. Getriebe. Ach so. Fahrwerk gibt es auch noch nichts. Noch nicht. Okay. Ja, es ist echt schwer. So, Ölfilter. Haben wir. Kann weg. Machen wir noch mal jetzt, machen wir mal so. Rad. Zwei Stück und zwei von denen. Okay.
Die haben wir noch. Die haben wir auch noch. Nockenwellen, Zahnrad. Achso, Beigelte, genau. So, dann gucken wir mal. Rear Muffler. Und das andere Pipe-Zeug da. So, dann können wir mich zack, 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 zack. Haben wir den Mist nämlich auch, genau. Wunderbar. Dann haben wir nämlich alles, was mit Rad zu tun hat. Eigentlich müsste man eigentlich gucken, alles, was mit Motor zu tun hat, dass man den ganzen Mist mal kriegt. Obwohl, den Motor... Mal so... Flammrohr, Cut und Mittelschalldämpfer. Doch den Cut, ach Mann. Wo ist er jetzt? Gut. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir unterbrechen mal ganz kurz. Ich kaufe die Teile. Oder wisst ihr was, machen wir es ganz einfach. Ich habe jetzt, die Tuning-Parts habe ich jetzt durch. Genau, Bremsen gibt es ja keine Performance-Dings. Federn gibt es auch nicht. Das ist auch nicht. Gibt es auch nicht. Auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Naja, bei den Spurstangen oder Zahnstangen muss ich mal gucken. Ja, aber das mache ich jetzt mal schon auf die... Versuche ich mal auf die Schnelle alleine hinzukriegen. Deshalb sage ich mal, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen, auch wenn heute nicht viel zu sehen war. Aber wie gesagt, die Tuning-Parts, das nimmt doch ganz schön mehr Zeit in Anspruch, als wie ich dachte. Und es kommt aber auch was Interessantes bei raus, muss man damit dazu sagen. Gut, also, dann war's es. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben dalassen, nicht vergessen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen YouTube-Kanal und schaut immer meine anderen Let's Play rein. Freue ich mich riesig drüber. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Ben Hoshi. Tschüss.